Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ich hatte es hier an dem Community-Tab bei YouTube schon angekündigt und euch auch gebeten, einige Fragen zu stellen. Die werde ich am Ende des Videos beantworten. Und zwar soll es heute um das Megamarsch-Event in Düsseldorf gehen. Mein Fazit, was ich gut fand, was ich nicht gut fand, generell der Ablauf. Darum soll es heute gehen. Ihr habt gesehen, auch schon in den Szenen davor, ich koche mir hier gerade einen kleinen Kaffee mit dem Esbit-Taschenkocher. Also heute auf jeden Fall auch Weltpremiere. Da ist die zweite Kameraperspektive, weil ich glaube, dass es doch bei so einem Laber-Video ganz angebracht ist, wenn man hin und wieder mal eine andere Perspektive hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Ablauf, wie kommt man an so ein Ticket ran. Also, es ist eigentlich relativ einfach. Mit der Megamarsch oder die Veranstalter machen das über Eventbrite. Da bestellst du ein Ticket, die ganze Zahlung etc. läuft auch darüber. Ich glaube, da muss man nicht wirklich viel zu erzählen. Das Einzige, was wichtig wäre, ist, dass man aufgrund dieser ganzen Corona-Maßnahmen halt eben nochmal das Ticket umbuchen musste auf eine neue Startzeit. Die ursprüngliche Startzeit, die ich hatte, war 9 Uhr und ich war relativ früh dran. Ich konnte also auch um 8.30 Uhr die Startzeit bekommen, wobei ihr ja im Video gesehen habt, das hat sich massiv verzögert, weil da einige Volunteers gefehlt haben, die da die Arbeit mit übernehmen sollten. Das finde ich im Übrigen auch eine richtig tolle Sache, dass man da die Möglichkeit hat, das quasi nicht umsonst zu machen, sondern man bekommt im Nachgang dann ein Freiticket für eine Veranstaltung. Das geht aber sowohl beim Megamarsch als auch beim Mammutmarsch. Von daher, die tun sich da, glaube ich, beide nicht wirklich viel. Aber ich habe mir einen Screenshot gemacht, ich habe mir sehr viele Notizen gemacht. Also schnappt euch auf jeden Fall einen Kaffee oder irgendwie sowas in der Art. Wie gesagt, mein Kaffee dauert hier noch einen kleinen Moment, aber in der Zeit möchte ich euch etwas zu diesen ganzen Corona-Maßnahmen erzählen, die da notwendig waren. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man sich streiten, das soll aber auch hier nicht das Thema sein. Was auf jeden Fall wichtig war, ist Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ich versuche es ganz ehrlich, solange es nicht irgendwie unbedingt erforderlich ist, mache ich das auch nicht. In dem Fall war es jetzt erforderlich, ergo habe ich ihn natürlich auch gemacht. Soll jetzt auch keine große Sache sein. Maskenpflicht an den Verpflegungsstationen ist, denke ich, auch jedem klar gewesen. Ich glaube, das ist auch, oder nicht nur ich glaube, das ist auch beim Mammutmarsch der Fall. Der Start mit Maske, das ist natürlich ultra blöd. Deswegen habe ich auch eigentlich nur nach vorne gefilmt. Eigentlich wollte ich mich dann so filmen, wie ich dann da im Start durchlaufe. Das habe ich genauso beim Zieleinlauf gemacht. Ja, das sind halt außergewöhnliche Maßnahmen. Da muss man halt eben irgendwie das Beste draus machen, denke ich. Und der Zieleinlauf aber war ohne Maske. Ich habe aber trotzdem nach vorne gefilmt, weil das für mich in dem Moment nicht wirklich klar war, was da für Regelungen gelten oder welche nicht. Man betritt quasi das Gelände, man muss sich die Hände desinfizieren. Ich habe automatisch schon die Maske aufgesetzt und dann rief irgendwie jemand aus dem Hintergrund, Zieleinlauf ohne Maske, tralala. Aber sobald du durch die Ziellinie durch bist, musst du sofort deine Maske aufsetzen, weil du dann die Medaille entgegennimmst. Das war irgendwie ein bisschen Hickhack. Ich meine, da kann der Megamarsch-Veranstalter auch nichts für. Die müssen sich auch nur an die entsprechenden Vorgaben halten. Ich glaube, alles in allem haben die eine sehr gute Veranstaltung da abgeliefert unter den Bedingungen, die da aktuell herrschen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es relativ zeitnah jetzt beendet ist, dieses ganze Thema. Ob und wie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es wird sowieso auch die Zeit zeigen, ne? Ich will aber auch, wie gesagt, nicht wirklich weiter darauf eingehen. Ich gucke wieder auf meinen, Zieleinlauf ohne Maske, aber danach sofort aufsetzen. Ja, das sollen, glaube ich, alle Corona-Maßnahmen gewesen sein.
die da in irgendeiner Art und Weise relevant ist. Und jetzt werde ich erstmal gucken, was ich mir hier, wie das jetzt hier mit dem Kaffee aussieht. Ich habe auch gesehen, der Esbit-Kocher, der steht ein bisschen schief. Oh, ist schon weg. Wo ist die Tablette hin? So schnell geht das. Habe ich jetzt aber nicht gedacht. Da muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal schnell Kaffeepulver einfüllen. Weil das Wasser ist ja jetzt warm. Zwar nicht komplett heiß, aber das soll mir jetzt egal sein. Aber dass die Esbit-Tabletten so schnell weg sind, habe ich jetzt aber auch nicht gedacht. Aber gut. Dann wissen wir für die Zukunft, wie das aussieht. Deswegen sind ja auch so massenweise Tabletten drin in dieser Pappverpackung. Ich habe auch irgendwo gelesen, 5 Minuten oder irgendwie sowas hält so eine Tablette. Das kommt einigermaßen hin. Ich habe ja hier noch ein bisschen die Kameras arrangiert etc. pp. So, ja, aber ihr seht, das Wasser dampft. Soll alles in Ordnung sein. So, rein damit. Ah, passt da perfekt. So. Hervorragend. So. Diesen kleinen Klapplöffel, den habe ich auch wieder mit. Den finde ich eigentlich ganz toll. Auch wenn man da absolut unkomfortabel mit essen kann. Das habe ich bei dem Overnighter gemerkt. Aber naja. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal so ein Titanbesteck, irgendwie sowas von der Bundeswehr oder irgendwie sowas. Das fand ich eigentlich auch mal ganz cool. So. Auf euch. Prost. Ja, alles super. Wenn ich jetzt hier hochschaue, dann sehe ich die Rinder. Fliegt gerade irgendwie ein Rab oder irgendwie sowas. Richtig toll. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und zwar, das nächste Thema für mich wäre Verpflegung. Ich habe von vornherein 2 Liter Wasser mitgenommen, weil ja für die ersten 10, 12 Kilometer gibt es keinen Verpflegungspunkt. Und ich wusste auch, ich wollte so oder so den ersten VP auslassen. Deswegen habe ich entsprechend mehr Wasser mitgenommen. Unterm Strich kann ich sagen, ich habe am Ende nach den 50 Kilometern 1 Liter Wasser wieder mit nach Hause gebracht. Also eine komplette Flasche Gerolsteiner Wasser, die ich ja so angepriesen hatte in dem Video. Was hatte ich sonst noch dabei? Ich hatte Karatza dabei, Corny hatte ich dabei, meine Salmiak-Pastellen. Ja, also das hat vollkommen ausgereicht. Dann gab es an dem VP irgendwann mal eine Banane und sowas alles. Was ich ein bisschen blöd fand, man bekommt in dem finalen E-Mails auch einen Download-Link für ein Booklet, wo alles nochmal erklärt ist, die Notrufnummern, wo die VPs sind, die Strecke, wo irgendwelche Krankenhäuser in der Nähe sind und unter anderem auch die Verpflegung. Da war so eine schöne Übersicht, VP 1, 2, 3 und 4 und was es an jedem VP extra gibt. Und mein Gedanke war, du gehst zu VP 1 hin, du kriegst irgendwie so eine kleine Tüte oder einen kleinen Karton oder was auch immer, wo einmal das drin ist, was in dem Booklet drin steht. Das war leider nicht so. Das hätte mir das ein oder andere Mal das ein bisschen erleichtert. Dann hätte ich, wenn ich da hingegangen, hätte ich so einen Beutel bekommen. Dann hätte ich eventuell noch ein bisschen Wasser aufgefüllt oder noch Kaffee getrunken oder was auch immer gemacht. So war es aber. Man musste wirklich an jeden Stand hingehen. Da gab es den Riegel, da gab es die Banane, dies und das und jenes. Das ist, glaube ich, generell immer so bei diesen ganzen Veranstaltungen, was auch grundsätzlich kein Problem ist. Ich habe es mir persönlich nur anders vorgestellt. Das hätte es für mich auf jeden Fall einfacher gemacht. Ich wollte bei VP2 auch ein Käsebrot haben. Wollte ich das in VP2? Ich glaube ja, VP2 oder 3, ich weiß es jetzt nicht mehr. Da gab es leider keine. Und bei VP2, genau, es war bei VP3, wo ich ein Käsebrot haben wollte. Und bei VP2 war eine Riesenschlange. Das habe ich mir dann auch gespart, bin dann direkt zum Wasser rüber und habe da die Anja getroffen. Liebe Grüße an dich. Deine Frage kommt am Ende des Videos auch noch. So ging es dann von dannen ohne Käsebrot. Soll auch vollkommen in Ordnung sein. Irgendwie habe ich es mir anders vorgestellt. So. Bei VP3 habe ich mir dann eine Flasche Wasser noch genommen. Nicht eine Flasche Wasser, eine Flasche Cola. Leider war es so, das war nur eine Literflasche und die habe ich natürlich mit nach Hause genommen und ich habe die da zu Hause noch aufgetrunken. Aber das ist halt ein unnötiger Ballast, den ich damit schleppe. Ihr hört irgendwie, das ist auch alles Jammern auf hohem Niveau. Das muss ich auch sagen, also das hört sich jetzt sehr negativ an. Ist es aber im Großen und Ganzen nicht, kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Das war eine richtig tolle Veranstaltung, der Megamarsch. Die Organisation, die Leute, die da waren, da war alles tipptopp.
Da gibt es auf jeden Fall nichts zu meckern. So. Genau, also damit soll es eigentlich auch gewesen sein mit Verpflegung. Viel mehr, ja. Also wie gesagt, das eine oder andere hätte ich mehr essen können, wenn die Wartezeit nicht da gewesen wären, weil ich halt eben diese 8 Stunden knacken wollte. Ne? Wenn ich da ohne Zeitstress durchlaufe, dann wäre das auf jeden Fall was anderes. Aber so, ja, ich habe es auch überlebt. Von daher, ja, organisatorisch muss man sich halt so ein bisschen vorbereiten, was die Verpflegung angeht. Damit soll das Thema Verpflegung dann auch beendet sein. Kommen wir zur Organisation. Es kam ja in der E-Mail immer wieder die Information, nicht zu früh da sein, maximal 10 Minuten vorher lassen die einen auf der Startgelände. Mir war natürlich klar, da werden trotzdem sehr viele Menschen sein, trotz dessen, dass die das reduziert haben auf, ich weiß gar nicht wie viel, 1400 Teilnehmer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, mein Gedanke war, du kommst da hin, du wartest vor dem Eingang, du wirst 10 Minuten vorher reingelassen, du zeigst dein Ticket, dein Test, dein Ausweis, kriegst dein Bändchen etc. pp. Stellst du dich in die Schlange an und dann geht's auch schon los. Ja, ich glaube, so war das ursprünglich auch von den Herrschaften gedacht. Aber leider fielen da meines Wissens nach 9 Volunteers aus. 9 wichtige Mitarbeiter für die Organisation, die das flüssig abwickeln. Ist natürlich klar, wenn da 9 Leute fehlen, dann ja, endet das unweigerlich im Chaos. Gestartet bin ich dann mit 1 Stunde Verspätung. Also sie haben wirklich erst das Ticket gescannt. Ja? Und dann ging es relativ zügig nach 1/4 Stunde auf den Platz, da hat man nochmal den Schnelltest kontrolliert, den Ausweis kontrolliert und dann ging es in so einem Linksbogen halt eben in dieses kleines Zelt. Da hat man das Startbändchen bekommen, entsprechend der Uhrzeit und das fand ich ein bisschen blöd, man muss quasi den Wanderpass selber organisieren, der wird dir einmal abgestempelt beim Start, einmal beim Ziel. Der lag da zwar, aber ich habe eigentlich gedacht, der ist in dem Startpaket mit drin. Da war nur drin dieses Bändchen, was ich am Rucksack hängen habe. Werbung, Werbung, Werbung. Dann war da so eine Tube von Sebamed Fußcreme. Und ich glaube irgendwie ein Gutschein oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Also sehr viel Werbung halt. So. Das Einzige, was für mich da interessant drin war, war halt eben dieses Bändchen, weil ich das gerne an den Rucksack mache. Das habe ich jetzt an dem nicht dran. An dem Decathlon-Rucksack habe ich das dran. Auch von dem Wir gehen weiter Events habe ich das dran, finde ich richtig toll. Ja, also dann stellte man sich da in eine Schlange an und startete dann quasi alle 15 Sekunden in maximal 5 Personen, mit maximal 5 Personen. Glücklicherweise lief da eine Dame vom Megamarsch rum, die dann nochmal gefragt hat, hier Wanderpass, ob der abgestempelt ist. Und wir hatten keinen. Glücklicherweise hat uns die Dame dann 2 davon gebracht. Grüße an den Alf. Du bist ja mit mir da gestartet. Richtig geile Nummer war das auf jeden Fall. Und ja, glücklicherweise haben wir dann da den Wanderpass noch bekommen. Von daher, ja, man hätte das sicherlich im Nachhinein auch eintragen lassen können. Aber ich finde es halt blöd. Im Nachhinein kriegt man die Medaille, die Urkunde und den Wanderpass komplett separat an unterschiedlichen Stellen. Wobei man den Wanderpass und die Urkunde an derselben Stelle abgestempelt oder beziehungsweise ausgehändigt bekommt. Ja, ich weiß nicht, ob das früher anders organisiert war. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist halt mein erstes Live-Event gewesen. Ja, und in dem Vorvideo, diese 10 Kilometer, die ich da gelaufen bin, hat man auch auf dem Boden gesehen, bevor man in den Parkplatz reingeht, dass ursprünglich der Start aus dem Parkplatz raus und dann rechts rumgehen sollte. Das hat man aber geändert, glaube ich, weil man das am Samstagmorgen gesehen hat. Das war durchgestrichen. Und der Startpunkt, der war ganz auf der anderen Seite des Parkplatzes. Ich glaube, da hat man direkt schon entgegengewirkt aufgrund der Menschenmassen, die da ankamen, um da ja nicht zu kollidieren oder wie auch immer. Deswegen führte das einmal im Prinzip um den Parkplatz rum und dann doch in die Richtung, wo man starten sollte. Und trotzdem bin ich nicht auf die 50 Kilometer gekommen. Ich bin kurz vor Schluss tatsächlich noch eine extra Runde gelaufen. Das waren vielleicht nur 100, 150 Meter. Aber ich habe gehofft, ich komme glatt auf die 50 Kilometer. War leider nicht so, aber ja, 49,5 waren es insgesamt. Ja, dann kommen wir zur Strecke. Da habe ich ja den ein oder anderen Kommentar gelesen in dieser Facebook-Gruppe. Das wäre keine tolle Runde gewesen, zu viel Asphalt etc. pp. Ja, der Asphaltanteil war überdurchschnittlich
groß, glaube ich, aber ich laufe gerne Asphalt. Von daher, für mich war das absolut perfekt. Man konnte da richtig Tempo machen. Das hat man am Ende auch gemerkt, diese 6,1 km/h, wenn man nur durch Wälder und Pfade und sowas läuft wie hier, da hat man Wurzeln, da hat man Steine, Bäume etc. Da wird man immer wieder ein bisschen abgebremst. Bei Asphalt, da kannst du nur so drüber knallen. Von daher, das war absolut perfekt. Diese 20 Kilometer, die da angegeben waren bei Komoot, reiner Asphalt. Ja, gut, so ist es halt, ne? Für mich hat es perfekt gepasst. Ging ja auch so hin und wieder ein bisschen durch Wald, zumindest am Anfang, den Grafenberger Wald da hoch. Das war richtig schön, auch dieser Wildpark, der da ist. Ursprünglich sollte die Strecke tatsächlich durch den Wildpark durchführen. Man wusste da wohl aber nicht, ob der Wildpark zu der Zeit schon geöffnet hat. Deswegen hat man dann die Route nochmal geändert und außen entlang geplant. Ich trinke mal kurz einen kleinen Schluck Kaffee. Wo wir dann gleich direkt beim nächsten Thema sind. Wegmarkierung. Teilweise eine absolute Katastrophe. Glücklicherweise gibt es ja diesen GPX-Track. Jeder hat, denke ich, ein Handy oder ein GPS-Gerät oder was auch immer dabei. Im Zweifel wird man früher oder später merken, dass man falsch gelaufen ist. Ich habe es einmal gemerkt, da ging es gerade einen Berg runter und es war auch weit und breit keine Wegmarkierung zu sehen. Ich gucke aufs Handy, oh, der Track geht da hoch. Dann bin ich da hoch, bin dieses kleine Stück wieder zurück, aber die anderen Leute, die da unten waren, die waren schon so weit weg und da haben sich andere Leute darum gekümmert, die dann da geschrien haben, gesagt haben, hier, yeah, das wäre die falsche Strecke etc. Ja, also man kann halt eben nicht komplett ausschließen, dass irgendwelche Rowdies da die Wegmarkierung entfernen, verdrehen, was auch immer. Deswegen gibt es ja auch diesen GPX-Track. Von daher, ja, die Ausschilderung. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter war als vergangene Veranstaltungen. Ja, deswegen hat man halt das Telefon und da muss man halt eben hin und wieder mal so ein bisschen drauf gucken. Ja, Start und Ziel, Mitsubishi Elektrikhalle, fand ich äußerst praktisch. An- und Abfahrt waren absolut toll mit der S-Bahn. Für mich absolut perfekt. Rundkurs ebenfalls absolut perfekt. Der frühere Megamarsch, der ging ja, glaube ich, von der Messe Düsseldorf. Einmal in einem normalen Track Richtung Schloss Benrath, da in die Nähe. Genau, Verpflegungspunkt 4 lag direkt unter der Brücke an der Strecke bei Kilometer 40, 41. Den habe ich auch ausgelassen. Fand ich eigentlich ganz praktisch, dass man nicht irgendwo abbiegen musste und dann noch da und da, sondern man konnte wirklich einmal kurz Wasser. Und dann ging es im Prinzip direkt weiter. Man hätte die Maske aufsetzen, man hätte die Hände desinfizieren müssen. Ich habe gesagt, ich brauche nichts. Und hat man mir freundlich gesagt, okay, dann bitte direkt geradeaus weiter. Ohne Maske aufsetzen etc. pp. War auch alles vollkommen in Ordnung. Grafenberger Wald, höchste Steigung. Ja, Höhenprofil war, ja, also, ja, anspruchslos will ich jetzt nicht sagen. Auf die Distanz gesehen war das für mich sehr angenehm. Ich glaube, wenn da sehr viel mehr Höhenmeter drin gewesen wären, dann hätte ich diese 6,1 km/h auch nicht so halten können. Ich glaube, dann haben wir eigentlich fast schon alles. Corona haben wir, die Strecke haben wir, Verpflegung, Organisation, vor dem Event diese Umschreibung, das hatte ich euch ja auch erzählt. Und es gab auch regelmäßige Updates zum Ablauf und man hat sogar einen Tag davor nochmal sein Ticket bekommen, sein altes und sein neues, um da wirklich nicht in die Situation zu kommen, oh, ich habe kein Ticket dabei, ne? Ja, Start habe ich erzählt, maximal 5 Personen, alle 15 Sekunden, Ticketkontrolle, Inhalt des Starterpakets. Ich glaube, meine Freunde, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein mit dem, ja, Fazit. Ganz grob kann ich sagen, das wird auf jeden Fall nicht mein letztes Event gewesen sein. Ganz egal, ob Megamarsch oder Mammutmarsch, ob 50 oder 100 Kilometer. Also ich muss schon sagen, nach den 50 Kilometern war ich nicht so kaputt, dass ich nicht hätte sagen können, komm, du kannst noch einige Kilometer drauflegen. Welche genau, könnte ich jetzt wirklich nur spekulieren. Also mein erster Gedanke war, ach, 25 Kilometer schaffst du locker nochmal. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich der Fall war. Ja, mein Fazit zum Megamarsch. Auf jeden Fall eine richtig geile Veranstaltung. Werde ich auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ganz egal, ob Megamarsch oder Mammutmarsch. Also ich muss schon sagen, diese 100 Kilometer, die haben es mir schon irgendwie ein bisschen angetan. Auch wenn ich jetzt nicht der Ultra-Hiker bin, aber so einmal kann man das auf jeden Fall mal machen, genauso wie diese 50 Kilometer. Wird auf jeden Fall nicht zur Regelmäßigkeit werden, das kann ich hier an dieser Stelle schon mal versprechen. Ich mache lieber gemütliche, ruhige Wanderungen mit einem gewissen Anspruch, sage ich mal, an die Strecke. Aber für mich ist genauso wichtig, eine schöne Pause zu machen, Kaffee zu kochen und sowas alles. Das ist für mich, ja, das macht mir Spaß. Wanderung, genießen, Natur, leckerer Kaffee dabei, auch wenn der jetzt nur so ein Instant-Kaffee ist, aber der schmeckt auch für mich. Und ja, somit würde ich sagen, Fazit ist erledigt. Wie gesagt, wird nicht der letzte Mammut-Megamarsch gewesen sein. Wobei Mammutmarsch, so in der Form, habe ich ja in echt auch noch nicht gemacht. Und ja, das soll es im Prinzip so mit dem Fazit gewesen sein. Dann würde ich sagen, wir kommen zu euren Zuschauerfragen oder Abonnentenfragen, wie auch immer. So, kommen wir nun zu den Fragen im Community-Tab. Der ist mittlerweile auch aktiviert bei YouTube. Und meine Freunde, Livestream kann ich auch. Vielleicht mache ich gleich so einen ganz kleinen Livestream hier aus dem Wald, um euch so ein bisschen zu informieren, um das einfach mal zu testen. Weiß ich noch nicht. Ich muss auch gucken, wie das mit dem Datenvolumen ist, denn ich habe eigentlich hier extra eine Prepaid-Karte gekauft mit 3 GB. Aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren mit dem Datenvolumen. Und das andere, da bin ich schon wieder am Limit. Also das ist absolut verrückt. Naja. Auf jeden Fall. Jetzt sortieren wir jetzt erstmal, denn ich möchte das gerne so machen, dass der älteste Kommentar der erste ist. Ja, also, schöne Grüße an Pierre, Wuppertal 068. Hi Jörg, was war für dich die anstrengendste Unternehmung, die du unternommen hast? Wenn ich überlege, die anstrengendste Unternehmung, also in diesen ganzen Wanderungen und sowas alles. Da muss ich tatsächlich sagen, dass am anstrengendsten die Wanderung zu diesem Overnighterplatz war mit dem Sebastian, mit diesem sauschweren Rucksack auf dem Kreuz, mit diesen, keine Ahnung, 700 Höhenmetern auf 30 Kilometern. Also die haben schon echt wirklich eine ganze Menge Kraft gefordert. Das kann ich wirklich so sagen, wie es ist. Ich hatte ja auch gesagt, dass das nicht der letzte Overnighter gewesen sein wird. Da ist im Moment auch so ein bisschen schon was in Planung, aber nicht wirklich 30 Kilometer entfernt, sondern ein bisschen näher. Aber ich würde schon sagen, das ist so die anstrengendste Wanderung gewesen. Wenn ich an die anderen 50 Kilometer Märsche zurückdenke, diese 42 Kilometer nach Düsseldorf-Geresheim bei diesem Wir gehen weiter Event, das war auch schon echt fordernd, aber das war konditionell machbarer als diese 30-Kilometer-Wanderung mit diesem schweren Rucksack, weil da war es ultra warm und ich hatte mir fette Blasen gelaufen. Im Übrigen hatte ich da diese Brooks an hier, die eigentlich eine Nummer zu groß sind. Ja, das soll die anstrengendste Unternehmung gewesen sein eigentlich. Guten Morgen. So, dann der nächste Kommentar von Evie Pier. Ich hoffe, ich drücke das richtig aus. Planst du noch woanders in Deutschland zu wandern? Aktuell ist nichts geplant, nichts Konkretes, aber ich hätte schon mal Bock im Sauerland oder in der Eifel, so in dem Gebiet zu wandern. Wirklich auch so mal 2, 3 Tage, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte auch vor einigen Jahren vor, mal wirklich so eine mehrtägige Wanderung in der Eifel zu machen. Da gibt es nämlich so verschiedene Trekkingplätze, wo man sein Zelt aufbauen kann und sowas alles. Aber ganz ehrlich, das werde ich auf keinen Fall machen. Es sei denn, ich gönne mir irgendwann mal so ein ultra leichtes Zelt, was keine Ahnung, was irgendwie geschätzt 200 Gramm wiegt, aber 1000 Euro kostet, so, also übertrieben gesagt. Das steht für mich in keinem Verhältnis. Deswegen, ja, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, aber konkret ist nichts geplant. Dann ein Kommentar von Malexius. Schöne Grüße an dich. Finde es immer noch eine krasse Leistung. Hut ab. Bin heute einen Teil der Strecke abgelaufen. Vom Vollmerswerther Deich bis zum Medienpark und wieder zurück. Ja, da, liebes Megamarsch-Team, das war eine Strecke, damit habe ich nicht gerechnet. Also als ich da am Landtag bin, Medienhafen, da konnte sie richtig Gas geben. Da war ich auch richtig drin mit Musik und allem. Und dann kommst du da einmal auf den Deich.
läufst du durch Wiese und Sand und sowas alles. Da habe ich mir gedacht, immer, das ist doch nicht wahr. Aber Malexius, du hast vollkommen recht. Das Stück, was über Gras ging am Rhein entlang, fand ich ziemlich bremsend, definitiv und uneben. Laufe jetzt, als hätte ich das Bein in Gips, konnte kaum aus dem Auto aussteigen. Sicher Übungssache. So habe ich mit dem Radfahren auch angefangen, schaffe nun Tagesstrecken über 100 Kilometer. Fragen deswegen von mir, wie hast du die einzelnen Streckenabschnitte empfunden? Und wie schnell steckst du so einen Lauf weg, bis du wieder normal laufen kannst? Wie weit bist du bisher gelaufen, maximal vor dem Megamarsch? Ich muss mal. Wie hast du die einzelnen Streckenabschnitte empfunden? Ja, habe ich eigentlich schon gesagt. Also ganz generell, die Strecke war sehr angenehm für mich. Ganz egal, ob Asphalt oder am Vollmerswerther Deich entlang. Ist mir vollkommen egal gewesen. Musste jeder durch, so oder so. Aber Asphalt, Beton etc., habe ich ja schon gesagt, ist auf jeden Fall für mich besser gewesen, weil man da Tempo machen konnte. Und man musste halt eben nicht auf Steine, auf Sand, Äste etc. pp. Achten. Ja, kurz einen Schluck Kaffee trinken und diesen ganzen Gelaber, da kriegt man einen ganz trockenen Mund. Also Gelaber soll keineswegs negativ gemeint sein. So, jetzt muss er sich wieder laden. Wie schnell steckst du so einen Lauf weg, bis du wieder normal laufen kannst? Also bis auf den ersten Megamarsch, wo ich nach 42 Kilometern abbrechen musste, weil ich da eine fette Blase unter der Ferse hatte. Nee, unter der Ferse, hier unter dem Ballen, hier, wie heißt das hier vorne? Keine Ahnung. Das war wirklich so ein 2-Euro-Stück große Blase. Danach konnte ich gar nicht laufen und ich wollte wirklich diese 50 Kilometer knacken. Hab mir den verarztet, aufgeschnitten, ich will da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Und bin am nächsten Tag, an dem Sonntag, noch diese 7,5 oder wie viel Kilometer da fehlten, gelaufen und habe dann doch die 50 Kilometer vollgemacht. Fußtechnisch habe ich eher weniger Probleme, glücklicherweise. Was ich aber aufgrund der Geschwindigkeit hatte, weil ich hatte hier an der Seite so ein bisschen Hüftschmerzen, aber die ganze Zeit über, so ab 20 Kilometern bis zum Ende. Wie schnell stecke ich sowas weg? Also ich habe ein bisschen Muskelkater generell. Ich habe auch hier an den Lenden, an der Muskulatur, habe ich das schon gemerkt. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich am nächsten Tag oder am gleichen Tag mich nicht mehr bewegen kann. So schlimm war es auf jeden Fall noch nie. Deswegen habe ich auch in mir drin so das Gefühl, diese 100 Kilometer, das ist prinzipiell körperlich auf jeden Fall machbar. Ich bin aber vom Kopf her, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich schaffe oder dass ich meine, diese 100 Kilometer zu schaffen. Ich hatte ja in den Kommentaren auch geschrieben, dass diese Geschwindigkeit, diese 8 Stunden, die ich mir vor Wochen schon in den Kopf gesetzt hatte, dass das einfach nur so eine psychologische Sache war, dass es für den Körper klar war und dann ging es im Prinzip an dem Tag auf die Strecke und dann ging es da durch und ich hatte danach, wie gesagt, so gut wie keine Probleme. Also ja, ich hatte an dem kleinen Zeh hier eine kleine Blase an der Seite, nichts Wildes, also die habe ich noch nicht mal gemerkt während dem Lauf. Was ich hatte ist, hier hinten an der Ferse, da hat so ein bisschen gebrannt nach den 50 Kilometern. Aber merkst du auch, erst wenn du stehen bleibst, eine Pause machst, solange du in Bewegung bist, ist dir das eigentlich vollkommen egal. Und wie weit bist du bisher gelaufen, maximal vor dem Megamarsch? Das waren tatsächlich diese 50,8 Kilometer von Solingen nach Köln. Bei mir gehen weiter 3 Event. Da bin ich auch fast nur Asphalt gelaufen, kaum Höhenmeter. Aber das war tatsächlich die längste Strecke, die ich nonstop gelaufen bin. 50,8 Kilometer. Gibt es auch bei Komoot einzusehen. Und selbst da habe ich schon gedacht, ey, da geht auf jeden Fall noch mehr. Deswegen, diese 50 Kilometer in Düsseldorf, ja, das war nicht normal. Aber das war für mich von vornherein klar. Die packst du, die ziehst du durch. Und mein Ziel war halt eben diese 8 Stunden. Von Irja Pöppler. Hi Jörg, warum macht man solche Märsche? Was war deine Intention, daran teilzunehmen? Ja, ich wollte ursprünglich ja 2019 oder 2020 an dem ersten richtigen Megamarsch schon teilnehmen. Das hat, genau 2019 meine ich war das, das hat mit dem Tag nicht gepasst, weswegen ich dann ja das Wir gehen weiter Event ausgewählt habe, wo ich dann die 50 Kilometer laufen wollte. Warum
Ja, also diese 50 Kilometer zu laufen, das war für mich unvorstellbar, das zu schaffen. Und ich wollte einfach gucken, wie weit schaffst du das wirklich? Dass ich nach 42 Kilometern da abgebrochen habe, habe ich ja schon mehrmals gesagt, Hitze und der Blase. Aber ich wusste auf jeden Fall, diese 50 Kilometer sind definitiv machbar. Und so habe ich dann bei den Vegan Weiter 3 Event diese 50,8 Kilometer geknackt. Ich wollte aber auch unbedingt bei einem richtigen Marsch teilnehmen, bei einer richtigen Live-Veranstaltung. Und deswegen habe ich halt eben in Düsseldorf teilgenommen und die gerockt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich mag es, mich zu quälen, aber ich mag es, mich hin und wieder sportlich herauszufordern, weil ich doch sehr viel zu Fuß unterwegs bin und meine eigene Grenze noch nicht wirklich erfahren habe, was ich jetzt auch nicht regelmäßig machen muss. Aber so meine Kopfgrenze im Moment sind 75 Kilometer. Ich glaube, das wäre vom Kopf her maximal das, was für mich möglich wäre. Und deswegen glaube ich auch, dass irgendwann so 100 Kilometer machbar wären. Und deswegen vielleicht im nächsten Jahr mal schauen, was sich ergibt. Ich weiß noch nicht. Aber diese 100 Kilometer, die sind auf jeden Fall auf lange Sicht mein Ziel. Muss ich leider so sagen. Oder nicht leider, muss ich so sagen. Auch wenn das definitiv nicht zur Regelmäßigkeit wird. Ich werde auch nicht solche Ultra- und Extremmärsche machen, wie der Sebastian das macht mit seinen 141 Kilometer und Köln fahren, Ultra wandern mit 171 Kilometer und sowas alles. Nein, das kommt nicht in Frage. Die Anja fragt, schöne Grüße auch an dich. Trainierst du damit auf einen 100-Kilometer-Marsch? Nein, nicht explizit. Wenn dann eher unterschwellig. Ich bin so oder so generell sehr viel zu Fuß unterwegs. Mache auch längere Wanderungen, so wie ins Ruhrgebiet, diese 36 Kilometer oder diese 30 Kilometer da zum Overnighter. Deswegen speziell, ich trainiere speziell gar nicht. Also nicht wirklich. Also ich habe am Anfang, als ich damit angefangen habe, habe ich geguckt, oh, gibt es so Trainingspläne, da sollst du irgendwie 3x10, 3x20, 3x30 und sowas alles machen. Ey, ganz ehrlich. Das ist für mich so ein Schubladendenken. Das passt auch nicht in mein Leben rein. Das passt auch nicht in meine Planung rein. Ich laufe so viele Kilometer, wie ich Bock habe. Und ich glaube, jeder kann das erreichen, indem er zu Fuß unterwegs ist, wenn er zu viel oder nicht zu viel, wenn er viel unterwegs ist, so ein Ziel zu erreichen. Man muss halt nur irgendwie in Bewegung bleiben. Man muss überlegen, ah, ich muss jetzt einkaufen. Wo kann ich denn hingehen? Ach, der Aldi, der ist, ja, da um die Ecke. Aber der Edeka ist ein bisschen weiter weg. Ja, dann gehen wir zum Edeka. Und dann gehst du halt eine extra Runde. Und so kommst du auch auf deine Kilometer. Also wie gesagt, explizit trainieren für einen 100-Kilometer-Marsch tue ich auf jeden Fall nicht. Dann fragt der Brokkoli-Bomber, moin, wie sieht deine Erholung, Regeneration in den Stunden und Tagen danach aus? Also viel Zeit für Erholung, Regeneration habe ich nicht. Ich habe eine Familie, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine Frau. Wir müssen trotzdem einkaufen, das Familienleben geht ja trotzdem weiter. Deswegen muss ich das auch immer in einem gewissen Rahmen machen. Ich habe nicht viel Zeit, außer nachts, wenn ich schlafe, mich zu erholen, zu regenerieren. Die Kinder interessiert das herzlich wenig, wenn ich dann nach 50 Kilometern nach Hause komme. Ich bin an dem Abend nach dem Megamarsch, bin ich tatsächlich zu Fuß noch zum Edeka gelaufen, habe da Kartoffeln und was weiß ich nicht alles geholt und bin das alles zu Fuß zurück, also hin und zurück gelaufen. Das waren auch nochmal 5, 6 Kilometer. Ihr seht also, ja, ich habe nicht viel Zeit zum Ausruhen. So, so sieht's aus. Und ja, ich habe das als willkommene Chance genommen, nochmal ein paar Kilometer draufzulegen. So wie ich am Ende des Tages bei 56, 57 Kilometern. Also, ja, ihr seht, da ist auf jeden Fall definitiv noch Luft nach oben. Und ja, also, das waren alle Fragen. Ich gucke nochmal rein, ob da noch in der letzten Zeit jetzt eine Frage hinzugekommen ist. Aktualisiere nochmal. Ja, das waren auf jeden Fall alle Fragen. Und ja, also, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mir auf jeden Fall auch. Ich weiß auf jeden Fall in Zukunft, wenn ich einen weiteren Megamarsch, Mammutmarsch mache, werde ich von vornherein ein bisschen weniger Wasser mitnehmen. Wobei das immer so ein bisschen abhängig davon ist, wie die Temperaturen sind. Aber ich werde jetzt hier noch in aller Seelenruhe
meinen Kaffee genießen und bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.